Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich hab's mir mal gerade so verkniffen. Ja, wir beide sind in Laune hier, wird die Pilzkühe sind in den Bars am Saufen, die sind am Feiern. Es gibt kein Halten mehr. Unten, oben, oben, ohne, alles ohne. Hier ist die Party am Gange. Es ist unglaublich, ey. Der Schwarm ist quasi besiegt. Er ist quasi besiegt. Sie haben keine Chance mehr. Das Problem, was wir tatsächlich haben, also ich komme halt hier oben nicht hin, weil die Spackos haben in diesem einen System hier die Grenzen dicht gemacht. Ich komme da nicht hin. Doch habe ich da einen interessanten Ansatz. Ich nehme das System ein. Wir müssen Krieg anfangen gegen die Sacred. Ich kläme das eine System und dann, ja, ansonsten dauert das 10.000 Jahre. Nee, ist okay. Kannst du gerne machen. Dann claim ich da irgendwo noch ein bisschen was, da kann ich dann auch. Warte mal, könnte ich den theoretisch. Das ist ja ultra gut eigentlich. Das ist ja nicht verkehrt. Nee. Ich kann auch nicht durch das Alte Reich durchfliegen. Das geht schnell hier. Mach ich das jetzt erstmal? Wenn du das machst, sag Bescheid, dann claim ich da unten zwei was und baue dann dort die Schiffswerft rein oder so. Oh. Pause! Pause! Was los? Ich muss Konsumgüter nachkaufen. Eieieiei. Ich nehme an, du wirst Anspruch auf Hoyam setzen. Ich muss hier erst gerade. Ach, hier ist eine Welt drinne. Was? Sprüche stellen. Warte mal, Handels. Alles klar. Achso, ich kann nicht. Also, durch die komme ich. Hä? Wieso bin ich jetzt überall krasse Minus? Oh nein. Wirtschaft? Was ist los? Wirtschaft? Lebst du noch? Zusammenbruch! Alarm! Alle aus den Kneipen! Alles klar, also gut. Gar kein Problem. Easy. Aus den Kneipen, also easy. Gut. Alle stürmen raus. Was los, Chef? Alles gut. Ja, ich sehe schon, weil wir den Schwarm in den nächsten Folgen nicht platt machen können, werden das irgendwie Laberfolgen. Ich sehe das irgendwie schon. Die nächste Aufnahmesession wird eine Laberrunde. Das wird eine mega Laberrunde. Warte, was? Oh, was ist denn das jetzt? Piraten. Außerirdische Piraten. Hä? Ach, außerirdische Piraten, wirklich? Ja! Oh mein Gott. Außerirdische Piraten. Eine Gruppe von außerirdischen Piraten sind ins Davalfollen System eingedrungen und haben sich dort etabliert, wo das Bewusstsein keine Kontrolle hat. Sie scheinen darauf aus, unsere ungeschützten Handelsrouten zu überfallen, die durch dieses System verlaufen, um ihre kriminellen Aktivitäten zu finanzieren. Wo ist das bitte? Ach, da oben! Ja, okay. Warte mal eben. Wo habe ich denn die Tausenderflotte hier? Ciao. Macht's gut. Gut. Passt schon, kann weiterlaufen lassen. Ist okay. Das wird sich gleich klären. So, erst wieder schön alles aufrüsten. So, noch hier, dahin. Ach, Freunde, ey. Chips upgraded. Das tut mir echt leid, aber ich muss da gleich irgendwann durch. Aber es. Aber erstmal die Links wegmachen. Gut, ich habe da eine 50k zusammen. Ja, ich bin so vielleicht bei 40, 45 oder so. Wow. Die nerven ja überhaupt nicht.
Ich habe leider schon wieder so ein leichtes Konsumgüterproblem. Alter. So ein ganz leichtes. Construction complete. Oh, wir haben welche die Grenzen geöffnet, aber leider die falschen. Yay. Gut, Piratenstation hat sich verabschiedet. Hat gesagt, ne, habt doch keine Lust mehr. Also ich habe jetzt eine 31 oder 26K. L-Cluster zum Greifen nah. Aha. Sehr schon? Haben die bei mir gerade gesagt, wer weiß, was die Leute meinen. Okay. Also ich stehe in New Horizon so weitestgehend bereit. Ich brauche noch ein Jahr, um meine Flotte aufzurüsten. Ein Jahr ist eine lange Zeit in dieser Galaxie, das weißt du. Aber es lohnt sich. Na gut. Ich will dir glauben. So, was machen wir denn jetzt? Derweil, ich habe auch ein Credit-Problem, aber das kriege ich erst, wenn ich die Flotte verliere. Ja, komm, ich komme gleich runtergeflogen nach New Horizon. Jo. So, noch Kreuz, so, Zerstörer noch bauen hier, Zerstörer, so. Wenn wir noch Flotte wieder schon bauen für später. Oh, lol. Alari Leech. Lol, wo kommen die denn jetzt her? Was? Ach, das waren die gerade. Ja. Ich hab mal den Assoziationsstatus angeboten. Die scheinen nett. Die haben sich echt in einem Reich von Maschinen entwickelt. Boah, die tun mir ein bisschen leid. Sind die da unten oder wo? Ja, das ist gut. Ach, da sind die. Ich sehe sie. Ja, moin. Ja, schön, dass ihr mir die Grenzen aufgemacht habt, aber ich komme da eh nicht hin. Ja, ich komme da auch nicht hin. Aber das wird sich bald klären. Hoffe ich doch. Die Sacred. So, dann kriege ich noch ein paar Punkte dazu. Schön. Was haben wir denn jetzt hier? Nichts, was mir was bringt. Natürlich mal auf das Schiffsdesign gucken, eigentlich. Verpasse ich immer so ein bisschen. Ships upgraded. Ich könnte meine ganze Flotte noch komplett aufbessern, eigentlich. Ja, Design überschreiben. So, ich überarbeite meine Flotte gerade. Dann müsste ich die wahrscheinlich noch alle mal aufwerten. Achso, soll ich jetzt nicht runterkommen, oder? Doch, doch, du kannst schon runterkommen. Ich mache das trotzdem noch schnell. Das sollte fix gehen. Hoffe ich. Was oh, war? Nein. Wow, stopp, aufwerten. Hier könnte was aufwerten. Zurück. Halt. Halt. Stehen bleiben. Hier muss noch was aufgewertet werden. Ganz wichtig. Das noch da, hier das passt alles. Hier unten noch die verbesserten Schilde um 2 Punkte besser. Und die Panzerung auch besser. Dein Angebot mit den Konsumgütern, steht das eigentlich noch? Ich bin da gerade so ein bisschen abstrahend. Ich kann da kaum noch. Also es ist schwierig gerade, schwierig. Mit den Konsumgütern. Ja, warte. Ich kümmere mich sofort um dein Anliegen. Ja, sind jetzt schon verbessert? Diese Flotte ist bereits verbessert. Hä? Warte, ich bin sofort da. The fuck? So. Hat nicht genügend Energie. Oh, 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 oh. Yeah, so.
alle verbessern. Ihr würdet da hochfliegen. Okay, meine Schiffe müssen sich ganz kurz noch von der Front zurück und die gehen gleich wieder dahinter. So, du möchtest Konsumgüter haben? Wieso kann ich die Schiffe nicht transferieren? Ach egal, dann kommt ihr zu mit. Ja, das wäre echt sehr, sehr interessant. So Konsumgüter. Oh shit, ey. Eieieiei. Bist du denn? Nee, das bist du nicht. Juhu, bist du hier. Da. Ja, bitteschön. Dankeschön, die nehme ich doch sehr gerne. Die werden zwar nicht lange reichen, aber... Ja, besser als nix. So, Freunde, auf nach New Horizon. Nein, ihr werdet jetzt nicht verbessert. Ihr verarscht mich doch eh nur die ganze Zeit. Oh shit, ich habe so viel Flott. Ich bin jetzt im Minus, wenn sich alle bewegen. Ja, ich bin 424. Was machen wir? Meine Flotte verbessert sich nur noch kurz. Das ist dann aber recht bald fertig. Die kommt gleich mit der New Horizon. Du kannst sogar schon nach Hyeskant oder Biesta springen, wenn du magst. Ich komme gleich hinterher. Meine Flotte ist gleich im Morast-System und weitet sich ab. Weil ich habe 2 Stufen höhere Schilde jetzt noch und nochmal 1 Stufe höhere Panzerung. Und auch 1 Stufe bessere Waffen. Die würde ich da gerne alle gerne mitnehmen. Ich muss echt jetzt auf meine Credits achten. Ich springe schon mal Richtung Kota. Ja, kannst du machen. Drogenhandel mal wieder. Ach, ist doch schön, die Pilzkühe haben Spaß, ey. Erst in die Bar, jetzt zum Dealer um die Ecke. Eieieiei. Vorbereitung zur Verbesserung. Ja, nicht vorbereiten, Schlussverbesserung. Wie lange dauert das denn? Was? Kannst du mir kurz sagen, wie lange ist eine Verbesserung? Bei mir über ein Jahr. Vorbereitungsverbesserung läuft immer noch. Wo sehe ich? Sehe ich das irgendwo? Ich weiß nicht. Ich kann ihnen nicht noch mehr Konsumgüter geben. Ich bin ja schon aufs Twangeln. Die wollen immer mehr. Sie sind sauer. Okay, ich werde meine Schiffe nicht erst upgraden können. Befürchte ich, weil die stehen immer noch bei Vorbereitung zur Verbesserung, haben noch nicht mal angefangen. Daher würde ich sagen, schickt sie einfach los, lasst die Verbesserung. Bringt nichts. Weil eine andere Flotte ist schon am Verbessern gerade, die ist jetzt erst bei 12% und die verbessert seit 10 Minuten. Ich glaube, das brauche ich jetzt, das mache ich spät. Wenn die hier links weg sind. Dann lache ich sehr laut und warte darauf, dass die anderen irgendwas machen. Zack. Ich bin erst froh, wenn die unten wechseln. Kannst du den Rest da oben eigentlich einnehmen? Ja, das mache ich gerade. Okay. Das links meinst du, ne? Das links meinst du? Ja, das mache ich gerade. Ich habe schon 2 hingeschickt jetzt. Ich kann mich nur nicht da dem alten Reich nähern, sonst kriegen die wieder Akku. Oh, deswegen ist das... Eieiei, okay. Ich glaube, ich weiß. Oh wow, die exotischen Gase sind ja übelst viel wert, wenn ich die... Alles klar, das ist ja super. Das ist ja mega gut. Okay, ich habe den Sprungantrieb erforscht. Nice. Flotte ist unterwegs. Ich bringe mal 50.000 mit. Ja, ich habe auch ungefähr 50.000, also ja, 100.000 das sollten wir schaffen. Also nicht ganz, aber wir haben die besseren Waffen. Wir sollten die packen, auf Anhieb. Gut, wir haben noch die 25er davor, also das schaffen wir. Meine Flotte ist unterwegs. Halt noch ein bisschen durch.
Ich glitze ein bisschen. Einladung zum Wirtschaftspakt. Okay. Tradition ich jetzt? Komm, ich bin dabei hier. Oh, nice. Oh, schöne Flotte. Schöne Flotte. Hast du Generäle in deinen Flotten? Eigentlich? Überall, ja. Ja. So. Mehr Flotte bauen. Ich habe 291 Flottenkapazität und habe jetzt bei 400 Flotte. Hoppala. Ja, hoppala. Hoppala. So, bin sofort da. Die Flotten verbinden sich gleich. Die 31.000 ist schon da. Die andere kommt sofort. Wieso braucht die andere so lange? Ah, jetzt. Gut, Flotten sind eingetroffen. Sammeln am Sprungpunkt. Moment, ich muss gerade noch hier Planeten ausbauen. Alles gut, ich sammle mich noch im Sprung. So. Als allererstes wird Lies Tara unseren Zorn zu spüren. So, was ist hier los? Ja, Leute, hier, sammeln. Die Musik stachelt gerade. Ich kann mich da gar nicht direkt davor sammeln, weil du da so im Weg bist. Oh, Entschuldigung. Willst du diesmal zuerst reinspringen? Jumpen, schnell! Wow. Halt euch! Ah, Tari! Oh, ich hab's nicht mal ausgewählt. Angriff. Boah, das war sogar ziemlich gleichzeitig. Feuer frei! Ja, gar nicht erwähnenswert. Au, Schaustation, mach's gut. War schön mit dir. Gut. Dann würde ich sagen, sammeln am Sprungpunkt nach Oxy irgendwas. Also da müssen wir jetzt zusammen reinspringen, sonst wird das katastrophal. Ja, das wird doch sowieso nicht klappen. Doch. Setzen wir erstmal, wo wir reinspringen, erstmal am Rand, dass wir nicht zu weit rein. Okay, Sprung. Warte. Ich springe jetzt. Die Musik ist gerade richtig so auf zum letzten Gefecht. Es geht los, das Ende. Ich weiß es nicht. Okay, bitte, Attacke. So, jetzt. Es geht los. Irgendjemand die Sturm? Nein, gut. So. Jetzt hat er die Schlacht, will ich sehen. Komm. Das muss da jetzt klappen. Mach es. Du echt in Zeitlupe laufen lassen. Oh, das, ich feiere die Zeitlupe so. Ich wünschte, ich hätte den Matic. Alter. Der hat ja schon 10.000 verloren. Jetzt schieß doch schneller, Freunde. Schon wieder 5.000 weg. Na komm. Und schnell. Ja. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Komm. Schon 40.000 zerstört. Alter, ja, Lichtgeschwindigkeit. Alter. Oh nein, oh Gott. Links, rechts, hohe Verluste. Links, rechts, Kombination, komm schon. Ich bin im Plus, hohe Verluste. Ja, gar kein Problem. Easy. Ja, das war's. Ja, sind weg. Yes, auf Anhieb. Wir können's. Wir haben's geschafft. Die sind links vernichtet. Wir haben es geschafft. Alles klar. Freunde, zurück nach Hause. 10 nackte Friseur. Was? Really? Really jetzt? Wir fliegen jetzt nach Hause, Freunde. Das habt ihr euch richtig verdient, ey. So, erstmal Reparatur. Ja, okay, also. Das war's. Wir sind weg. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, also, Anspruch stellen. Guten Tag. Die erste Schlacht
gerade geschafft, vorbei, alle gehen kaputt nach Hause. Weißt du, der Anführer sofort, Ansprüche stellen, nächster Krieg, weiter geht's. Ich denn hier jetzt, hallo, ich würde gerne mit euch reden, ja? Das ist er, ne? So, das eine System, ja. Mehr will ich nicht, ich will dieses eine System. Alles andere ist mir scheißegal, aber ich muss da rüber. Es hilft nichts, Kollege. Ich bin hier, bei dem schwarzen Loch. Hier dich. Oh, Außenposten wieder aufbauen. Ich flieg nach Hause, Freunde. Der Außenposten ist wieder da. Wow. Es hat echt Alter, ein Hunderttausender. Wir haben es geschafft. Also, ja, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ganz ehrlich, das ist eine mega Leistung für unsere beiden Reiche jetzt gewesen. Die auf Anhieb wegzumachen. Ja, besonders, wir haben sie jetzt links komplett ausgerottet. Das heißt, oben und das eine rechts schaffen wir auch. Ja, das schaffen wir. Wir mögen den Krieg noch nicht gewonnen haben, aber die Schlacht. So. Und da können wir stolz drauf sein. Ach du Heiliger. Das Problem ist, wir müssten weitermachen, weil ich bin im Credit-Minus. Ich müsste mal vor Schiffe verlieren. Ja, dann mach weiter. Ja, ich weiß gerade nicht, wohin. Die Maschinen unter dir wegmachen, dass du zu denen hinkommst? Ich weiß nicht. Oder gleich das Altreich? Was hätten wir denn gern? Jetzt wird er Großkotze. Gehört? Ja, ja. Also dieses Maschinending, ne? Das würde mich schon echt reizen. Ich weiß nicht, willst du auch noch irgendwas haben? Von? Ich gehe jetzt nach oben. Ich hole mir jetzt das eine System von den Dudes. Nur das eine? Warum ich will die nicht kaputt machen. Ich will da hoch. Ich will diese Staffel mit einem Sieg abschließen. Wahrscheinlich nicht mehr in dieser Auflagesession, aber... Das Problem ist, wenn wir Kriege anfangen, sind wir beide, wir werden ja beide mit der Föderation. Ach ja, und stimmt. Kann man sehen, dass der andere Nein sagt. Wenn der andere Nein sagt, kicken wir dann einfach raus. Ach, den gibt's ja auch noch. Ja, den gibt's ja auch noch. Der ist mir gerade eingefallen wieder. Ja, dann... Ich muss da... Ja, oder ich trete kurz aus der Föderation aus. Nein, ach komm. Gut, ich muss halt dieses eigene System brauche ich halt nur. Der hat da einfach mal eine 10.000er Station reingebaut, ey. Ja, der hat Angst vor dir. Wollen wir es vielleicht ein bisschen schneller laufen lassen? Achso, oh, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre auf 3. Entschuldigung. Ich überlege gerade. Ich sehe halt bei den Maschinen nicht, wo die ihr Zeugs haben, ne? Naja, du hast ja quasi nur eine Linie da, die du verteidigen musst. Eine Linie hast du ja nur. Ja, ja, nee, vier Systeme muss ich verteidigen. Aber da sind Stationen drinne, Fette. Ja, aber guck mal, wenn du halt von Iranium hinten reinspringst und dann quasi alles einnimmst, dann hast du ja quasi... Guck mal, das sind zum Beispiel schon zwei Planeten direkt. Ja, Bodentruppen, zack, weg. Ja, Bodentruppen, zack, weg. Ja, ich produziere erstmal Bodentruppen. Boah, was ist jetzt los? Kritische Ressourcenknappheit. Ja, ich weiß. Das geht jetzt gerade nicht anders. Wobei, du musst natürlich auch jederzeit damit rechnen, dass die rübergesprungen kommen. Der Schwarm, dass die wiederkommen. Durch die Wurmlöcher. Das ist jetzt die Frage, was soll ich jetzt machen? Ich baue erstmal Flotte, ich pumpe hier unten erstmal Fettflotte jetzt. So, ich habe Fettflotte gebaut hier, also Fett in Auftrag gegeben. Ganz rechts könnte ich echt chillig weiterspringen. Was ist denn das zu Ram Star Empire oder so? Kannst du durch das Alte Reich durch? Wahrscheinlich nicht. Oh, cool. Cool, das ist ja cool. Was? Das ging gerade nur, ich was? Weiß auch nicht. Wer? Die Kleinen da, die waren da so alleine. Ich dachte mir so, hey, wollen wir? Weiß nicht, ich dachte, das bietet sich gerade so an. Ja, jetzt musst du eher eine Landverbindung machen. Ja, ich will ja. Aber von Uqualon ist es voll chillig bis nach Rukbat. Da ist ein keinerlei irgendwas. Da kann ich durchziehen. Komplett. Da bin ich sogar schon in ihrer Heimatwelt. Das wird eigentlich voll chillig. Wenn ich das eh mal so richtig gehalten habe, geht das.
dann hol dich jetzt diese zwei Flotten zurück nach Hause. Erstmal. Nehmen das hier noch ein. Alles. Ja. Muss ich eh warten. Incoming Transmission. Können wir noch die Bergbaustation bauen? Die Credits brauchen wir alle. Die Credits gönnen wir uns alle. So, dann wollen wir schon mal Richtung Norden fliegen. Hm? Also du gehst schon in Richtung jetzt dort oben. Ja, ich muss ja mal quer durch mein ganzes Reich fliegen, das dauert ja, ein bisschen. Ja. Ja. Das hilft nichts, ich brauche das eine System. Das Problem ist ja, dass diese Mistteile ja auch bei denen dort sind. Die Insekten sind ja auch rechts bei denen. Mit einer Riesenflotte in dem System da. Da ist ja noch ein L-Tor. Oh, verflixt. Aber das haben die gesichert, die anderen. Da kommen die so schnell nicht hin. Ende von Alaya. Wow. Das sind die gewesen. Ja, schön, dass ich gerade mit denen alles Mögliche abgeschlossen habe. Sehr gut. Alle möglichen Pakte, zack, weg. Sind die jetzt von den Maschinen besiegt worden oder was? Was war das jetzt? Construction complete. Was war denn das jetzt für eine Nummer? Gerade noch da, alle so, juhu, und dann, nee, doch nicht mehr. Lasse ich diese Schiffe so mit 20k Flotte. Ich würde ja gerne wissen, was ihre Flottenstärke ist. Was so eine Flotte bei ihnen kann. Das würde ich halt schon gerne wissen. Tja. Das ist eine gute Frage. Was erforsche ich eigentlich aktuell? Ach, immer noch die Sachen. Oh, Schadenenergiewaffen plus 5%. Sehr gut. Ich grade erstmal meine Flotte ab. Das ist wichtig, die muss ich upgraden, jetzt ganz dringend als nächstes. Also den Krieg gegen die Maschinen kann ich erst dann nicht aufnehmen, bis ich bin. Was ist eigentlich mit deiner Röhre da oben? Hat die noch irgendwas mit dir gewollt? Der Enigma-Kaffee? Nö, die chillt. Okay. Dann soll sie chillen. Vielleicht macht die bei der einen oder anderen Party-Karawane mit. Vielleicht bei so einem Autokurs, ich weiß es nicht. Also ja, warum nicht? Tut. Einmal durch die Galaxie. Construction complete. Kann ich eigentlich mal direkt mit euch quatschen? Kann ich sogar. Oh. Okay. Fleisch ist schwach, Metall hält ewig. Das ist nicht direkt richtig. Nee. Rivalität erklären. Jo, da krieg ich noch mehr Punkte. Machen wir. Was habe ich jetzt? Also jetzt. Ach, hier. Ha? Nein. Darum habe ich hier so Probleme. Alles klar. Ich habe ein, zwei Probleme. Okay, so. Geht wieder. Alles wieder okay. Ich kann bei mir gar nicht sehr viele Blocker wegmachen, weil ich hier und da noch was erforschen muss, tatsächlich. Netzwerküberlastung kann ich jetzt immer noch nicht machen. Da brauche ich Punkte. Die Panzerung kann ich machen, das kann ich machen.
So. Puh. Ja gut, dann bereite ich mal hier alles vor. Für die nächste große Schlacht. Die Schiffe, die verbessere ich jetzt erstmal. Das dauert seine Zeit. Produktion und Forschungsstation erhöhen. Das ist eigentlich. Das können wir auch mal kurz machen. Dann Basenkapazität noch um 1 erhöht. Sehr schön. Dann kann ich ja hier mal verbessern. Und noch ein bisschen da vielleicht meine Wirtschaft aufbessern. Ich möchte gerne meinen neuen Vasallen helfen. Oh, mein Legierungslager ist voll. Ja. Was, dein Legierungslager ist voll? Oder das müsste mir mal passieren. Wir müssen mal kurz ein bisschen was verkaufen, so ganz spontan. Du kannst das zu mir schicken. Ja, das kann ich natürlich auch machen. Ich brauche Legierungen, also falls du die jetzt nicht für was anderes... Ich würde sie nehmen. Ich habe jetzt gerade einen Token verkauft, aber ich schicke gleich was rüber. Was du über hast. Nehme ich gerne. Construction complete. Bergbau. Forschung. So. Zack. Was haben wir jetzt hier? Dasselbe nochmal, Forschung um 3 erhöht. Jo, mehr Forschung zahlt sich aus, hoffe ich doch. Hier werden Transporter gebaut. Genau. Ich ziehe den ab. Was? Oh. Was gegen 3 Nahrung? Was ist los? Ja, so, ich brauche 3 Nahrung, was soll ich sagen? Okay, ja, kriegst 3 Nahrung, das passt schon. Ich danke für die Legierungen. Die werden aufgewertet noch. Ich lasse die Flotten erstmal aufwerten, umso stärker. Du hast einen neuen, der hat einen neuen General gekriegt, das ist super. Achso, jetzt muss ich ja wieder die Erlasse. Ne? Ey, die Erlasse sind doch aktiv. Wieso? Construction complete. Also weil der anderen Station andockt, ist das nicht Berg. Die zwei Flotten halten das hier ein bisschen in Schach, dann versuche ich mit der Armee zu landen, wegzumachen. Wie viele Planeten sind hier? Ein Planet, sehr gut. Groß, klein, mittel. Kleiner Planet. Ganz klein, sehr schön. Hier. Auch ein Planet. Ja, sehr gut. Ist ein bisschen größer, doppelt so groß ungefähr, aber okay. Armeestärke 34. 37 Armeestärke. Haha. Auf wen? Achso, gut. Xenomorph-Armee. Nein, lieber nicht. So, nochmal Forschungsstationsprozent erhöhen. Mach ich. Lup, was machst du gerade? Boah, ich warte einfach nur darauf, dass meine Schiffe mal ankommen, aber die brauchen so ewig. Die sind doch schon da. Ja, jetzt gerade, in der Sekunde. Sind alle in Helms Klamm. Jetzt musst du mal gucken wegen Krieg da oben. Vor allem, die haben zu mir keine Verbindung, also ich brauche mir gar keinen Kopf. Na, ich schau mal. Was das angeht. Ich kann noch eine Station bauen. Oh, das ist natürlich cool. Construction complete. So. Wer führt Krieg? Antrag gestellt. Oh, die Diane hat leider abgelehnt, aber wenn ich mit ja stimme, müsste der Krieg ja beschlossene Sache sein. Oh, müssen alle mit ja stimmen. Ich weiß nicht. Ja, scheinbar ist gescheitert. Ja, dann können wir den rauskicken? Warte mal. Mitglieder. Aber oh, das geht nicht.
das euer Ernst? Ja, da muss ich jetzt gerade austreten, das hilft nichts. Ja, dann gehe ich auch raus und mache mir eine neue Föderation. Lassen den hinter uns. Wie geht denn das? Auf rechts unten auf das Symbol klicken, Föderation, dann Föderation. Die Föderationsklassen beeinflusst die Meinung der anderen 200. Ja, ciao. Ja. Ciao. Ciao. So, beide verlassen. So, ja, das kommt davon, da hinten, ne? So. Was ist denn jetzt schon wieder? Das Föderationseinladung, ernsthaft? Das bin ich. Ach so, oh, ja, Alter. Das bin ich, natürlich, das bin ich. Ja, das ist bestimmt. Ist ja jetzt egal, weißt du? So, tja, das sind wir noch zu zweit. Max, was soll man dazu machen, ey? Oh, guck mal, der Name, Galaktische Verteidigungsliga. Das und sofort wollen sie wieder einen Wirtschaftspakt. Ja, das können wir machen. So, Versuch Nummer 2, bevor diese Folge zu Ende ist. Ich werde es noch machen. Du erklärst jetzt noch den Krieg. Ich erkläre dir unten jetzt den Krieg in der Folge auf Krampf. Warte mal, sind ich das denn die richtigen? Das oh denn? Shit, die kommen mit das hier. Wie heißen die doch mal hier? Wo kommt das? Ja, doch, das sind die. So, zack, zack. So, nächster Versuch. Kriegserklärung? Nee, garantiert nicht, nein. Nein, natürlich. Führ doch deinen Krieg. So ein Krieg am Abend. Ne? Und so. Kann ich auch noch Ansprüche stellen? Ich hätte auch gerne ja, was. Ja, genau. Vom Kuchen. Primitive Zivilisation. Ja, ich habe da so eine Idee. Was haben die denn hier überhaupt zu stehen? Ja, das ist jetzt ja nicht so wirklich viel. Nichts, im Prinzip nichts. Puh. Oh Leute, hier unten hat sich noch was gebildet. Okay. Da gab es dann noch ein kleines Volk, was sich da gebildet. Warte mal, kann ich bei denen? Achso, das ist. Mehr gibt's nicht. Schade. Die sind wahrscheinlich zu weit weg. Oh, jetzt haben sie mit mir das Forschungsabkommen gebrochen. Oh, das tut mir jetzt aber, das war so schmerzhaft. Das ist echt schlimm, ne? Ja, war schrecklich. Ich bin richtig am Boden zerschlagen, wow. Das nimmt mich voll mit. So, hier Bergbaustation. Bergbau, Forschungsstation. Das Ding müsste ich immer wegkriegen, dann kann ich das noch erforschen und kann ja noch dazu bauen. Puh, alles kriegen wir hin. Denke ich, hoffe ich. Zumindest. Schnitzel! Das habe ich auch gleich hier. Okay. Na, das wird was, das wird was. Hoffe ich zumindest. Sind ja eigentlich schon aufgewertet, die Flotten. Wartet darauf, dass ich ein Basisschiff aufrüste. Ernsthaft. Ach, eine Piratenflotte. Ja, eine 4000er Piratenflotte. Was ist denn los bei dir da oben? Alles okay? Piraten. Wie Piraten. Piraten. Wirtschaftspakt gebrochen. Oha. Das tut mir sehr leid für euch da oben. Okay. Ach, das sind die Kuratoren. Ah, jetzt hast du schon dein System. Ist der Krieg schon beendet? Kann ich nicht. Sie sind jetzt 1% kriegsmüde. Die sind erst 1% kriegsmüde. Ich kann leider hier oben keine Ansprüche stellen. Es kostet mich 300 noch, was ist denn Anspruch? Wow. Okay. Ich will ja nur dieses eine System haben, das andere interessiert mich ja alles ja, nicht. Ja, nimm doch das, was du kriegst. Je mehr du hast, umso besser. Ja, aber ich habe keine Bodentruppen, das bringt halt nichts. So, ja gut, die Bodentruppen, ne? Dann nimm da, wo du keine Bodentruppen brauchst. Guck mal, das ist
ohne Planeten. Ringsrum, alles voll. Du kannst dir so viel nehmen. Also gut. Nimm dir, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. Die KI macht, also das... das Insektenvolk macht gar nichts, oder? Kann das sein? So gar nichts, gar nichts. Ich glaube nicht wirklich, nee. Überhaupt nichts. Nee, das ist nicht Einführung. Spezies. Denen geht es jetzt mittlerweile gut. Die lassen das rumgezetern. Optionen. Habe ich nicht. 100%. Sehr schön. Hier muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ja, meine Credits sinken sehr schnell, ich sehe das. So. Das passt, hoffe ich doch. Hier habe ich ordentlich Schiffe, die nur darauf warten. Warte mal eben. Ja. Mit wem sind wir gerade im Krieg? Sacred. Okay, gut. Weil hier unten ist eine Norani Citizen Allianz. Ich war kurz, hatte kurz Angst. Ich weiß nicht, was die hier unten macht, keine Ahnung. Ja, gut, wir sind nur mit dem im Krieg. Ich dachte gerade noch. Ach du. So. Zack. Hallo. Ja. Hallo. Wir haben die Folge etwas überzogen. Ja, das ist richtig. Ich hatte eigentlich gehofft, aber sie wollen einfach nicht. Hm? Das könnte ja echt noch ein bisschen dauern. Ich hatte gehofft, ich krieg's noch schnell hin mit dem Krieg. Construction complete. Ja, es ist da soweit. Station under attack. Ja, ich gerade doch diese eine Kampf hier, dieser eine Kampf, ja, und dann können wir Schluss machen. Diese eine, nur doch diese eine. Ja, diese eine Kampf noch hier. Ganz ehrlich, wenn wir sowas im Stream mal anfangen sollten, ne? Das hört doch nicht auf. Wir werden doch nie fertig damit. Wie sie wegfliegen. Hallo Feiglinge, hier bleiben. Wie sie weglaufen. Würdet ihr von der Mitglied... Wow. Ja, Assoziationsstatus können sie ja gerne haben. Assoziationsstatus ist ja chillig. Das ist ja okay. Jawohl. Nicht wegspringen lassen. Also das kann ich weglegen, schade. Soll ich dir irgendwie helfen da oben? Ach, oder kommst Quatsch. Okay, ich frage ja nur. Die können wirklich absolut gar nichts. Ich möchte nur mein Verbündeten helfen. Helfen? Ja. Ist das System jetzt verbuggt? Ich kann die Station nicht angreifen. So, das hatte ich auch einmal. Und dann kreist du auf ewig darum rum. Ja, da ist keine Station. Die ist kaputt. Die Station ist kaputt. Ja, aber... Das ist ein Bug. Jetzt hast du sie, ja. Ja, das ist ein Bug. Weil das hier, vielleicht kann ich da sogar noch mehr Planeten kolonisieren, das wäre natürlich echt mega cool. Wie sieht es denn bei denen jetzt hier aus eigentlich? Auch ganz gut. So, das hier, warte mal. Unterhalt, ja, das ist okay. Aber ich würde sagen, in der nächsten Staffel führe ich dann definitiv gegen die Eliminatoren. Das wird mein Reich erweitern. Und zwar gewaltig erweitern. In der nächsten Staffel, du meinst in der nächsten Aufnahmesession? Ja, in der nächsten Aufnahmesession. Entschuldigung, Alter, ich bin enttäuscht.
Es ist spät übrigens, wir nehmen wieder ein bisschen. Es ist wieder nach 0 Uhr. Wir haben 18 Uhr angefangen, möchte ich dazu mal sagen. Mit der Aufnahmerunde? Ja, Moment, aber wir haben auch eine sehr, sehr lange Essenspause gemacht. Ja gut, wir haben noch ein bisschen gequatscht und so. Ja, okay. Das muss man natürlich auch dazu sagen. So, Bewohnbarkeit nochmal 5% steigern. Mein Volk soll mehr Planeten bekommen. Ah, hier ist schon noch gelb. So, Planetenbombardieren kommt auch mal gut. Hier ist einer grün. Wir müssen jetzt in die große Schiffswerft irgendwie hier reinbauen. Plus 8 Verteidigungsplattformen. Ja, die möchte ich gerne fortführen. Und wenn mich das echt viel Geld kostet, aber ich brauche diese Forschungsunterstützung dringend. Okay, 70% gleich mit der Verbesserung der Schiffe. Sehr gut. Vielleicht nehme ich mir dann nächstes Mal doch ein bisschen mehr. Das läuft jetzt ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also. Ja, nimm dir, was du kriegst und gib nichts wieder zurück. Altes Piratensprichwort. Ich würde ja auch gerne noch Beanspruche da oben stellen. Ne? Das Problem ist, du kriegst nur das, auf was du Ansprüche gestellt hast. Ne? Wenn du einen Anspruchskrieg hast oder sowas. Oder? Was hast du für eine Kriegsform genommen? Anspruchkrieg. Ja, dann musst du auf alles, was du versuchst zu haben willst, Ansprüche stellen. Ja, wenn du noch Punkte hast, geht das ja. Kannst du es ja machen. Achso, warte mal, kann ich eigentlich Netzwerke überlassen? 300. Ach, oh wow, das ist. Kann ich nochmal diese Angriffsarmeen bauen? Diese was? Diese Angriffsarmeen. Auf deinem Planeten. Forschungsabkommen. Ich kann nur Verteidigungsarmeen. Ich kann aber nur Verteidigungsarmeen bauen. Du kannst eigentlich Angriffsarmeen. Also ich kann nur Angriffsarmeen. Die werden aber zu Verteidigungsarmeen, wenn du den Planeten platzierst, glaube ich. Sind gleich bei 50 Minuten. Ja, ich pausiere ja schon. Ja, er ist halt nur noch 2 Punkte davon entfernt, oder? Dann meint er das nächste Session. Ja, 2 Punkte, dann gibt er mir alles. Komm, ja, nein, komm. Das kann jetzt noch eine halbe Stunde dauern, weil ich kann halt den Planeten nicht einnehmen. Nee, du musst mach für irgendwas. Nein, das dauert noch lange. Ich muss ja auch noch Ansprüche stellen. Ich habe das ja alles gar nicht. Bei Ulkat ist doch eine große Station. Wenn du die platt machst, ist der so 2 Punkte drunter. Aber ich kriege ja dieses eine System hier schon gar nicht. Kannst du nicht trotzdem weiter springen, also andersrum? Über Umwege sozusagen? Ja, ich springe ja schon die ganze Zeit weiter, aber ich kann das auch gar nicht alles claimen. Na gut, dann reden wir doch lieber erstmal die Folge, weil sonst wird es echt lange hier. Noch eine Forschung fertig. Oh ja, Forschung fertig. Aber ich krieg immer noch nicht das. Oh, das ist jetzt so gemein, Spieleentwickler. Echt so gemein, unfair. Gott, ich krieg halt einfach keine Titanen. Es geht aber, ich krieg nichts. Das ist echt. Nee. Ja, dann nächste Aufnahmerunde. Führe ich den Krieg hier zu Ende und brech durch. Ja, und wir haben es geschafft. Wir haben sie zurückgeschlagen. Jetzt helfen wir dem Rest der Galaxie und werden dabei so riesig wie keine Reiche zuvor. Ja, und wenn wir die Endgame-Krise besiegt haben, dann ist die Staffel erfolgreich abgeschlossen und es geht dann irgendwann weiter mit Staffel 2. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Doch. Dann bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss. Ciao.